Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Trackmania. Ja, mein guter Freund Gorol LP hat mich auf etwas hingewiesen, dass mein Skript noch nicht fertig ist und ich dementsprechend mal gucken sollte. Und das habe ich auch gemacht. Blöderweise habe ich auch dabei dann gespeichert gehabt. Also gehe ich jetzt mit euch jetzt nochmal die letzten Schritte durch. Und zwar hat er gemeint, nach meinem Rennskript, also das Skript, wo der Tank abläuft, habe ich ja noch kein Black Screen gebaut. Das heißt dann gehen wir mal hier hin. Der Screen, der sich dann ereignet, wenn zum Beispiel man nicht mehr weiterfahren kann, in der Theorie. Und zwar der hier. Und da war ich jetzt einfach zu frech und habe einfach ein Game Over drauf geschrieben. Weil dann ist es definitiv zu Ende. So. Und wie habe ich das gemacht? Ich bin hingegangen, habe ein Build-Skript eingefügt. Und zwar wieder hier auf das Plus. Und auf Build. Da hat man zum Beispiel hier dieses schwarz-graue karierte Kastenfeld. Und da kann man dann zum Beispiel hier das Standard, das ist also das hier. Dann hat man das Black Screen. Das ist das, was man jetzt natürlich nicht sieht. Weil schwarz auf schwarz sieht man nicht. Und dieses andere, was auch immer das sein soll. Ich werde jetzt überhaupt nicht die Schiene vergrößern und dann das Ganze mal verschieben. Achso, das ist einfach nur so ein Umrandung. Auch schlecht. So. Aber wie ihr gerade gesehen habt, ist zwischen diesem Punkt, das mache ich jetzt mal in Zeitlupe. Ja, Zeitlupe ist blöd. Aber wie ihr gerade hier seht, baut sich dann das schwarze Feld auf. Und das geht dann natürlich dann, bis es dann durch ist. Und das habe ich dann wieder mit zwei Schlüsseln gemacht. Mit einem Schlüssel, der dann am Anfang, ich nehme das hier auch raus, das nervt. Und dieses Deck will ich entfernen hier. So. Und habe dann einen anderen Schlüssel eingefügt, der dann das zu Black Screen führt. Ich hätte jetzt am liebsten eigentlich das nochmal komplett neu machen, dass man das sieht. Aber ich denke mal, das Prinzip ist klar. Man fügt ein Bild ein, was man gerade zur Verfügung hat. Ich weiß noch nicht, wie man andere Bilder einfügt, das würde ich nämlich gerne machen. Die uns dann diese Möglichkeit erlauben, dann eventuell ein Bild von Starving Let's Play einzufügen, was weiß ich. Und in dem hier. Ich weiß nicht, kann man da auch eine URL? Nein, man kann keine URL. Das ist natürlich blöde. Weil man hätte jetzt zum Beispiel hier sagen können, blöd. Das heißt, man hat dann. Dann kommt dann natürlich Game Over. Auch eine Sache. Weil ich glaube nicht, dass wir, wenn wir das andere verwenden, dass das sehr sinnvoll wäre. So, dann kommt das Game Over, man hätte trotzdem weiterfahren können. Also, dieses Black Screen. So. Dann haben wir ein Problem. Das Problem ist, Tanksituation, Tankskript. Klar ist ja, wenn man zum Tanken fährt, hier, oh, ja, Katze selbst schuld, geh runter.
Entschuldigung, wenn man dann hier zum Tanken fährt, dann sollte dann normalerweise, sieht man ja auch, dann füllt sich der Tank auf. Und ja, das hier ist eigentlich alles auf Kulant, weil man kann wirklich, wenn man böse will, durchfahren. Und dann natürlich dann den Sprung machen. Das Problem ist, wie ich das meine mit, man kann durchfahren, zeige ich euch jetzt. Okay? Man fährt durch, der Tank baut sich auf, schön, und dann ist der Tank auf einmal voll und ist natürlich blöd. Ich zeige euch jetzt das nochmal in einer kompletten Runde, wie ich das meine. Ah ja, das hier habe ich auch übrigens verändert, da komme ich auch gleich dazu. Ich habe so vieles offline gemacht und wollte es eigentlich nicht speichern. Ich wollte es eigentlich heute in der Folge noch verändert zeigen, aber das hat nicht so geklappt. Der Grund, warum wir momentan noch nicht Rennen fahren, ist, weil mein Server noch nicht da ist. Das liegt leider immer noch an chronischem Geldmangel. Und ja, deswegen konnten wir heute kein Rennen zeigen. So, wie ich euch jetzt zeige, hier, man quadert hier durch, flip, das Teil tankt auf und dann ist man schon wieder draußen und wunderbar. Gerne. Ich find's auch blöd, weil wenn schon, müssten wir dann echt auf die Kulanz und die Fairness anderer gehen. Also entweder ich merke, dass das da scheiße gebaut wird, dann nehme ich dieses ganze Tankskript-Gehabe raus, dann ist einfach nur Boxengasse einfach nur... schönes Bild. ist die ganze Boxengassen-Tanksituation einfach nur eine Tanksituation und das war's. Denn ich müsste, jetzt kommt das Blödeste, wenn ich hier ein Stoppfeld einbaue, also ich zeige euch, was ich für ein Feld meine, nämlich dieses hier, dieses Motor-Aus-Feld, kann dann, die Leute können da zwar dann weiter rollen, kommen aber dann nicht mehr, denke ich mal, bis dorthin. Ich kann ja hingehen, kann sagen, gut, wir gehen in den Skript. Wir gehen in den Skript, gehen auf Feld setzen. Setzen wir jetzt hier ein neues Feld, dass wir dann während der ganzen Fahrt hier durch aufgetankt wird. Also jetzt nicht da, sondern die ganze Fahrt hinweg. Und ja. Dann brauchen wir auch diesen Go-Go-Go-Skript nicht mehr, weil es ja dann nicht unsinnig ist. So, wie ich das meine, zeige ich euch. Wir starten eine ganz normale Runde. Was heißt ganz normale Runde? Jetzt nutzen wir eigentlich gerade mal, um die Veränderung zu machen. Hier habe ich nämlich bei der Ausweichstrecke, die dann diese Rampe nicht fahren wollen, hier eine Art Schikane eingebaut, dass man hier nicht zu schnell wieder rauskommt. Also man könnte hier, wenn man die Rampe nicht fährt, eventuell schneller sein als die Rampe selbst. So. Hier muss man dann gucken, dass man den Speed kriegt, dass man dann sowas nicht passiert. Blöd. Also, eventuell baue ich da noch einen Speeder ein, also die Geschwindigkeit hochbringen. Wenn nicht, weil normalerweise reicht die Geschwindigkeit, wenn man den Punkt richtig trifft. So. Ja, das mit dem Cutten hier, das haben wir auch schon geklärt. Da könnte ich jetzt gemeinsam und dann einen Black Screen Cut einsetzen. Wo dann einfach wo einfach schwarz wird und sagt, hier unfaire Fahrweise oder so. So, jetzt kommen wir zur Stelle. So, der Motor ist aus, Freifahrt.
Ihr seht, das Tank wird aufgefüllt, aber man hat keinen Schub mehr. Man bekommt keinen ausreichenden Schub mehr, um dann das zu schaffen. Weil der Motor aus ist, weil es einfach nicht mehr angeht. Eventuell hätte ich die folgende Idee, dass ich da doch an der Stelle hier den runden Säuberer einbaue, also das heißt ein Ziel. Wieso geht das da jetzt nicht? Ach so, das geht da nicht, weil wir da den Anschluss eines anderen Blockes haben. Ich vermisse mein Block mixen. Dass man dann... okay, ja, blöd. Dass wir das dann so machen. Hier dann noch ein normales Teil dran setzen. Da haben wir natürlich dann kurzzeitig den Gras. Wohl, Gras brauchen wir dann noch nicht mal. Wir sind ja nicht blöd. Aber ich muss erst mal gucken, wo das Teil ist. Da, da. Da, glaube ich. Wird das auf die Höhe? Ja, kriegen wir. So. Und jetzt dieses Dachteil hier einbaut, dann bekommt man nämlich auch eine Nicht-Rasenfläche. So, testen wir das einfach mal. Bin jetzt einfach mal neugierig, ob das so funktioniert. Starten wir einfach mal eine Runde. Ich schaue jetzt mal, wie die meisten das fahren täten. Ah, da täten sie sogar, also man müsste theoretischerweise höher anfahren. Du. Ja, Musik. Musik im Let's Play. Müsste ich gucken, ob ich wirklich lizenzfreie Musik finde. So, jetzt kommen wir in die Nichtfahrzone. Da normalerweise unser normaler Tankskript. Da kommen wir dann... Motor läuft. Okay, dann machen wir das so. Und perfekt, man kommt genau dorthin, wo ich hin will. Und Abflug! Auch mal schön herzukommen. So,
ja, ich will den Editor hier zumindest verlassen, zurück zum Editor. Was ich jetzt hier aber austesten möchte, ist dies Rampenteil. Also, was heißt Rampenteil? Die Situation, wenn man hier springen will. Kann ich? Ich kann doch erstmal mal das hier raus. Den machen wir auch mal weg. So, dann es gibt ja noch ein anderes Ding, nämlich das hier. Und eventuell, das will ich jetzt testen, kann man da Schade. Versuchen wir es mal ohne das. Gut, das täte jetzt auch gehen. Und ich glaube, das wäre dann zu doof. Testen wir. Ich will testen. Testen, testen, testen. Das ist eben das. Wenn man eine richtig schöne Rennstrecke bauen will, muss man in dem Fall immer testen. Ah, dann eben gehauen. So was passiert. Also nach meinem Geschmack ist das schon mal nicht. Und da hätte ich auch das Ding hier nicht höher setzen müssen. Zumindest nicht in dem Fall. Dann nehmen wir das mal raus und testen es erneut. So. Das ist jetzt eine komische Situation hier. Schöner Stunt, aber nicht das, wie ich es wollte. So, dann müssen wir mal was anderes ausprobieren. Nehmen wir den Block hier weg. Und setzen da mal einen Turbo-Block hin. Den Block nehmen wir hier weg. Und setzen da ja, ich glaube, das war jetzt falsch rum, oder? Ja. Setzen da ein Achtungsschild hin. Achtung, Achtung. Hier kann man crashen. Testen. Testen, testen, testen. Am Montag fangen wir eine neue Strecke an. Montag? Wir haben eigentlich Montag.
Das heißt, ihr hättet eigentlich gestern schon das Rennen sehen sollen. Was aber nicht war, das tut mir echt leid, Leute, echt. Und nochmal von vorne. Okay. Also man käme dann da hoch. Und wie ihr gerade gemerkt habt, habe ich gerade den Engine gelupft. Also den Motor nicht unter Feuer gelassen. Weil ich glaube, da wären wir nämlich hinten rausgeflogen. Und das wäre weniger schön gewesen. Aber wir können es ja gerne nochmal testen. Wie ihr seht, wer ist das dann wohl dann gewesen? Also, es ist ein zweischneidiges Schwert. Entweder ich lasse den Turbostreifen drin, dass man da hochkommt. Oder wir machen es anders da. Das da weg und das da weg und machen das da hin. Weil man hat, kriegt jetzt gut Power über den Dings. Sagt die Frage, was mache ich da hin? Ah, ich habe eine Idee. Ach, man kann den gar nicht auf dem Boden mehr befestigen? Echt nicht? Ach, das ist ja schade. Wollen wir es schwerer machen? Das ist eine Spielerei. Ich teste das jetzt einfach mal. Keine Angst, ich mache das wieder raus. Ich will einfach nur mal gucken, ob es eventuell genial oder einfach nur bekloppt ist. Also machbar wäre es. Ihr könnt ja mir in die Kommentare schreiben, ob ich das drin, drin lassen soll oder wieder reinmachen soll, weil ich werde es ja gleich wahrscheinlich rausnehmen. Kann man hier an der Stelle cutten? Ja, man kann. Das habe ich ja schon im Vorfeld getestet, aber es ist nicht schnell. Im Gegenteil, es ist eher langsam.
Wie gesagt, Leute, es ist eigentlich eure Entscheidung. Schreibt mir in die Kommentare, soll ich das Ding drin lassen und wenn ja, dann Hauptsache 1. Soll ich das Ding rausnehmen, dann bitte... Dann bitte. Genau, dann bitte. Nein, dann, ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, dann stößt sie da dran. Ich muss da gerade gucken, dass ich die Karte, dass diese Karte-Stelle nicht cutten lässt. Obwohl man es eigentlich cutten kann. So oder so. Na, das war's. Boing! War klar! Diese Stelle ist also nicht gut. Ah, nee, nicht kopieren. Ich will das nicht kopieren. Nein. Nein. Das hier rausnehmen. Guck, vielleicht können wir ja da... Wäre das jetzt gemein? Ja, wäre cool, wenn es breiter gewesen wäre, ist es aber nicht. Aber ich glaube, jetzt werde ich gemein. Mir fällt gerade was ein, was mich gemein macht. Weil ich finde, diese schwebenden Dinger finde ich zwar schön gut, aber irgendwie nicht so der... wahre Jakob. Also, was mache ich? Ich werde jetzt gemein und setze einfach mal was oben drauf. Starring, das geht nicht. Ich habe es gemerkt. Aber unten drunter geht es. Das heißt, wir gehen hier hin, wir gehen hier hin und eins hoch, weil ja das, also die anderen beiden Teile, ja die Rampe hält. Und das so hält. Testen! Da man ja eigentlich sowieso eine gewisse Höhe haben sollte, um darüber zu kommen. Oh, was ist das denn für ein Leck jetzt hier? Okay. Ich weiß zwar nicht, was er gerade hier verarbeitet. Aber das ist gerade unschön. Ich speichere es sicherheitshalber mal. Naja, dieses System ist nicht gespeichert. Ah, okay. Dann hätte ich mal sagen,
da wir gerade nicht wissen, was hier schon wieder schief läuft. Sag ich, ich wünsche euch allen ein... Ach, komm. So. So, ja, gut. Also, falls euch die Folge gefallen hat, mit den Streckenveränderungen und so weiter und so fort, die Boxenkasse würde ich auch noch demnächst umbauen, dann lasst mir einen Kommentar da. Und... lasst mir einen Kommentar da, lasst mir ein Like da. Kommentar bringt mir so nichts. Falls euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir bitte warum, weshalb und weswegen. Und ja, lasst mir auch einen Kommentar da wegen den beiden Teilen, wo ich eigentlich die Variante, die ich jetzt hier habe, eigentlich interessanter finde. Und ja, ich würde mal sagen, have fun und good race! Komm rum. Ciao.